Ein Leben ohne Internet können sich wohl die wenigsten von uns vorstellen. Es bietet so viele Möglichkeiten, aber eben auch Risiken. Erst vergangene Woche haben wir über eine Frau berichtet, von deren E-Mail-Adresse ohne ihr Wissen ein Hilferuf abgesetzt worden ist. Daraufhin haben sich viele Menschen bei uns gemeldet, die von noch frecheren Methoden der Betrüger berichten. Ein Geschäftsmann ist sogar um einen fünfstelligen Eurobetrag geprellt worden. Hat man früher noch mit seinen ausländischen Geschäftspartnern telefonischen Kontakt gehabt, so findet der Informationsaustausch heute in vielen Fällen hauptsächlich über das Internet statt. Und das doch eher unpersönliche E-Mail-Schreiben nutzen Betrüger schamlos aus. Wir haben einen chinesischen Lieferanten, mit dem wir seit vielen Jahren Geschäfte machen. Es gibt eine Vertrauensbeziehung und wir überweisen auch immer wieder auf das Konto, auf das uns bekannte Konto. Irgendwann einmal vergangenes Jahr hat sich dann ein Hack in unseren E-Mail-Verkehr eingeschalten, hat einfach die Zahlenfolge in der E-Mail-Adresse vertauscht und wir haben unbewusst Wochen und Monate lang mit diesem Hacker kommuniziert. Heute ist Herr Schaden um 20.000 Dollar ärmer. Geld, das er, wie er meint, nie wieder sehen wird. Es gibt Kriminelle, die ihnen betrügerische Software auf den Computer raufspielen. Als Unternehmer oder als Privater merken sie das nicht, dass diese Software auf dem Computer präsent ist. Der Betrüger hat den Computer sozusagen übernommen. Und wenn sie dann sensible Daten über ihren Computer weiterleiten, werden diese Daten abgesaugt und missbräuchlich verwendet. Auch auf gänzlich andere Art versuchen Kriminelle derzeit an Geld zu kommen. Sie täuschen Zahlungen vor und schicken gefälschte Schecks. Wir wollten das Moped von Junior über Internet verkaufen. Dafür haben wir sehr viele Interessenten gehabt. Mit einem sind wir ins Detail gegangen. Der hat uns dann einen Scheck mit 3.200 Euro geschickt. Haben das bei der Bank eingelöst. Davon wollten, also das Moped hätte gekostet 1.200 Euro, 1.200 Euro. 2.000 Euro hätte man den Herrn über Western Union Bank zukommen lassen sollen, dass er seine Spedition zahlen kann, dass er das abholt. Und am dritten Tag vom Scheck einlösen ist der Scheck geplatzt. Somit hätten wir dem 2.000 Euro überwiesen und hätten nur Minus gehabt. In diesem Fall ist man den Betrügern rechtzeitig auf die Schliche gekommen. Finanzielle Einbußen sind somit keine entstanden. Und auch seitens der Polizei versucht man, auf diese Art der Kriminalität zu reagieren. Wir haben ja 300 besonders geschulte Beamte jetzt hier im Einsatz im Bereich der Prävention. Die sind besonders geschult worden und die sind bereits auch in Niederösterreich im Einsatz, Gott sei Dank. Dennoch ist die Zahl der Internetbetrügereien in Österreich derzeit im Steigen.